minimieren. So. Ja. Soll ich hosten? Und wenn ja, Ben, willst du mitmachen? Oder willst du für dich immer noch? Ich bin noch im Moment mit mir selbst beschäftigt und gleich ist meine Pizza fertig. Okay. Sollen wir einen Holdout machen? Können wir versuchen. Dann los geht's. Ich muss gerade mal gucken, wo ist das denn eigentlich? Lösegeld, ist das das? Ja. Keine Ahnung. Holdout oder auf Deutsch aushalten. Welche Map willst du? Wir haben Weltzentralbank, San Martin Bank, Heißes Pflaster, Golden Grin Casino, Einkaufszentrum Crasher, die Großbank, der Diamant, der Alesso Raub, Bootsladung. San Martin. Okay. Ich habe den DLC dafür ja, glaube ich, gar nicht, aber ich kann da drauf drücken anscheinend. Das ist auch interessant. Ja. Ich mache erstmal nur für Freunde und dann mache ich das nachher auf öffentlich und ich mache noch ein Ruflimit hier rein. Kannst joinen, wenn du magst. Jawohl. Der zeigt mir sogar an, dass du Mods installiert hast und ich kann die Liste überprüfen anscheinend. Kannst du machen. Müssen drei sein. Super BLT, Wolfhard, VeloSync und New Custom FOV. Richtig. So, dann Spieleinstellungen bearbeiten, setze ich das auf öffentlich. Gucken wir nochmal. Welches Deck hast du vor zu spielen? Hä? Warte mal. Welches Deck? Anarchist. Okay. Mann, ich bin gerade verwirrt. Ich bleib, glaube ich, beim Stoischen fürs Erste. Ach, hier sind die. Warte mal ganz kurz, bitte. Ja, ich bin hier eh noch am Gucken. Ach, ich kann mir die. Warte, was? Ah, okay. Ach, die Waffen sind einfach umbenannt hier, warum auch immer. Oh, okay, ich kann mir also mal aussuchen, wer da noch mitmacht. Interessant, interessant. Hat der Justin Bieber gesagt? Ja. Natürlich. Was? Okay, ja, nee, ich bin bereit, ich war eben kurz verwirrt. Okay. Hier sind zu viele. Geile Trivia, Chains is sometimes in the pickle. Hey Morty, I'm Pickle Chains. Ah, das ist cool. Okay, du hast 60 Punkte bei Mastermind, 50 bei Enforcer, 0 bei Techniker, 0 bei Ghost und 0 bei Fugitive. Das ist cool. Ey, yo, das passt. Le Castlevania Infinite Ammo. Das ist geil. Aber loaded und Dings ist noch besser, glaube ich. Ah, Moment. Durja.
Bonebreaker klingt cool. Ich glaube, ich mach mal Bonebreaker hier. Machen wir sicher. Schau, dass du mir ein paar normale lässt, die ich konvertieren darf. Ah, der will nicht. Okay, einen hab ich. Ist das... Ja, Bulldozer, super. Bulldozer down. Wir sind hier auf Overkill. Fängt das immer auf Overkill an, oder wie? Ach du Schande, Cloaker. Bonebreaker ist sowas von das Team von Zangris, ey. Dozer. Okay, ich habe den zweiten Verbündeten hier. Ich platziere hier mal so ein paar Medkits verteilt. Wenn du merkst, es wird kritisch, schau, dass du in der Nähe davon down gehst. Den Rest behalte ich erstmal. Dozer. Alter, nur Dozer hier. Was los? Hier gibt sich wer wieder. Zwei gibt sich. Links. Mir gefällt die Map, die ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ja. Ich wollte die auch kaufen bei Gelegenheit. Den heißt. Ah, jetzt können wir den eintauschen oder weitermachen. Wir machen, denke ich, erstmal weiter, ne? Ja, ja. Ah doch, jetzt kommt das mit dem Leben hier. Die Automaten kann man auch aufsägen, wenn man mag, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Yep. Ob wir in den Tresor hier auch reinkommen können? Also ich konnte hier von so einem Scan-Ding die Hülle abnehmen. Wenn man die Karte findet, kann man vielleicht da rein irgendwie. Ich weiß es aber nicht. Schau, dass du möglichst drin bleibst. Hey, Greg! Hey, Greg!
Wir haben immer noch 12 Verbündete, ja? Ja. Ist jetzt um links. Wenn du siehst, dass sich an der Zahl was ändert, gibst du Bescheid, ja? Ja. Sind beide fast voll AP. Richtige Legenden hier im Team. Wird ja eigentlich auch angezeigt, ob das zeittechnisch oder spawntechnisch läuft mit Gegnern, mit dem Abwarten hier. Oder schnell im Fall. Ich bin nur 2 von 9, ist ja klar. Ich seh auch deine Turrets, was sie machen. Turrets hab ich gar keine. Ach, das ist dann oder was? Das ist von dem Kollegen da, glaube ich. Der hat Turrets. Wenn es ja jemand gejoint. Bei der Turret steht 2620. Ich weiß nicht, wer da steht. Also vorne rausgehen ist absolut keine Option. Ich wäre fast down gegangen, obwohl ich Stoic Pack spiele, ne? Das ist echt hart. Lass mich den holen. Ich kann das schnell machen. Der Dowser muss weg. Drei Turrets. Eins ist fast leer. Zwei Turrets. Zwei Dinger. Das ist cool. Wir verteidigen weiter, ne? Ja, klar. Weil noch ist ja alles ziemlich entspannt, muss ich sagen. Sehr recht. Neues Lösegeldangebot. Nur 3 Millionen. Ich hab... Alter, die Geisel hat mich dreimal verarscht. Zuerst dachte ich, sie hat einen Schnauzer. Dann dachte ich, es ist nur das Klebeband, was ich für den Schnauzer gehalten habe. Und dann habe ich den Schnauzer unter dem Klebeband entdeckt. Natürlich muss der Bankdirektor von der San Martin Bank so einen Schnauzer haben, ne? Wie könnte es anders sein? Was hast du denn erwartet? Natürlich hat er mal einen Schnauzbart. Draußen sind Scharfschützen, Vorsicht. Also solange die nicht von den oberen Räumen hier kommen, sollte alles gut sein, denke ich. Dowser. Also ein paar der Einheiten hier habe ich vorher aber auch noch nicht gesehen, ne? Das ist ein Reskin wegen der Map. Meinst du? Ja, ja. Die haben eigene neue Skins. Alter, ja, jetzt kommen die auch von oben. Rechte Seite, Dowser. Ich hol den, alles gut. Vorne Geisel. Alter, wieso macht er denn so viele da rein? Holen, alles gut. Oder der Typ holt dich, das geht natürlich auch. Hallo. Ja, momentan sind wir voll.
Aber wenn Platz frei ist, kannst du gerne dazu kommen. Warte, der von gestern? Nee, jemand anders. Du kannst theoretisch, ich würde ja noch kurz zum Sport gehen, dann kann ich mich kurz ersetzen. Nee. Noch länger, oder was auch immer. Okay. Mit dem LMG was zu treffen, na, ist knifflig. Was meinst du, 6 eine gute Zahl? Ja, das würde reichen. Okay. Uiuiui, hab ich gut Schaden gefressen. Die machen sehr langsam Schaden. Die machen sehr viel Schaden gerade. Ist Tränengas auch gerade, Vorsicht. What? Haben wir eine Arzttasche im Team? Nee. Der ist da immer noch draußen. Der 46 Sniper halt draußen. Das ist nicht schwer. Ah, nee, das sind wir. Da kommen sehr viele von hinten links. Cloaker! What? Ah, Taser! Cloaker. Lass ihn da so hinten. Schwarz-Weiß. Ich hab dich. Noch ein Dozer. Hast du kein Medic Pack gehabt, ich sag. Dozer oben. Ich kann nicht testen gerade. Ah. What? Einer hat den jetzt schon eingetauscht. Für was? Wie? Da hat jemand wohl Panik bekommen, schätze ich. Ach so, hat jemand drauf gedrückt? Ja. Ach, wir kriegen mehrere Sachen. Okay. Oh, cool. Interessant. Das ist ja the least. Willst du deinen Kumpel einladen? Dann würde ich dir früher, desto besser hingehen. Ich frag mal, ob er Lust hat. Wenn ja, schreibt er was im Chat, wenn er noch im Chat ist. Ich bin früh wieder hier, deswegen mach dir um 8 zu.
Ja, so viel Zeit ist das dann ja nicht. Nee, nee, ich habe nur 2 Minuten Fußweg, deswegen. Ah, okay. Oh! Ah! Ay, ay. Brauchst du ein Medic Bag, ja? Ja, habe ich eben auch gebraucht, aber hat keinen interessiert. Ja, ich habe leider nur die Sanitätstaschen. Wir können das ja nachher zu viert probieren, ich glaube, das macht Spaß. Können wir auf jeden Fall versuchen. Bike habe ich gelevelt, ne? Ja. Ich gehe schon hin, bis gleich. Jo, bis gleich. Jo. Ja, ich fürchte. Der Jonas aus dem Chat ist schon wieder weg. Na gut. Wir warten erstmal, vielleicht joint uns so noch jemand rein. Aber die Musik war echt nicht schlecht eben. Da muss ich gleich nochmal gucken, was das war und merke mir das. Die war echt gut. Wie viele Punkte habe ich denn? 7 Punkte. Einer fehlt mir noch, dann bin ich Level 100. Dann kann ich das auch mit dem Hochschreien machen. Ach, ich muss das Ding erst neu holen. Okay. Bootsladung sieht auch nicht schlecht aus. Das hat lag. Oh Gott, die Stimme. Das hat Lagerhaus-Vibes. Da ist gut möglich, dass da sehr wenig Fenster sind, was sehr, sehr gut für uns wäre. Ja, ich glaube, wir starten mal. Wir sind zwar nur zu zweit, aber ist nicht schlimm. Ich habe nur jetzt nicht drauf geachtet, ob man Schwierigkeitsgrad irgendwie ändern kann, aber ich glaube, es startet immer auf Overkill. Kiddos are going to go bosses when they see what we're after. And you're almost there. If... Great, we got our quarry. Now, make sure the job stays secure. Schade. First aid kit. Get your Band-Aid here. Med's here for anyone who needs it. Right there. Best of luck, Tiffany. Got a first aid kit here. First aid kit. Come on, Med's here. Got a first aid kit here. They're sending in cuff cokers now. Who the hell are these guys? Drop it. Drop it. Oh shit, there's some gekippt. Hands up. Drop it, bitch. Runter damit. Nein! Dozer auch noch super. Wird ja immer besser hier. Oh Gott. Meine Güte. Die sind ein bisschen arg aggressiv. Hey,
Oh nice, den hab ich eingeschüchtert bekommen. Runter! Shit, natürlich. Was ein Chaos! Runter, komm. Meine Güte, das war echt intens. Erstmal sparen, denke ich. So an sich werde ich keine nehmen. Die Geiseln an sich werden mich hochheilen. Runter! Natürlich Dozer. Wenn ihr habt, noch schieße ich erstmal komplett leer hier. Oh. Meine Güte, als ob der Nahkampf von denen so reinhaut. Schlechter Moment zum Nachladen. Please, lass mich einfach in Ruhe. Oh Gott. Noch ein Dozer, super. Let's go. Tränengas auch noch, echt jetzt. Meine Güte, wieso? Under control, friend.
aufladen. Hell yeah, Dozer is dead. Nie im Leben ist das nur Overkill. Oh Gott, da geht's ab. Und ich muss schon wieder nachladen. Oh je. Oh fuck. They're going for the hostage. Stop them. I need a medic bag. Suck it. Give me some fucking med. You have to keep them away from the hostage. No more medic. You let them take the hostage. You jump. It's over. We've got to get you out of there. Ach. Okay. Immer unterbrechen. Ich hoffe, nur Dozer können sie nicht retten. Das wäre ein bisschen eklig. Wäre eine ziemlich blöde Art zu verlieren. Der hat mich praktisch fast geone-shottet. What? Eins, zwei, drei, vier. Taser. Die Cloaker mit den Instant Handschellen. So schön. Zeit, ein paar Bags zu platzieren. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, die ganzen Taschen hier zu platzieren. Place some drugs over here. First aid kit. Get your band-aid here. That's here for anyone who needs it. I
place some drugs over here. First aid kit. Get your Band-Aid here. And place some drugs over here. Meds here for anyone who needs it. First aid kit. Get your Band-Aid here. Ach, ich hab schon alle Taschen platziert. Let's go. Kurama Tensho, okay. Wir haben eine Munitionstasche im Team, das ist schon mal richtig nice. Raus. Oh nice, und wir haben jemanden mit Turrets. Jetzt haben wir tatsächlich eine Chance hier. Oh je. 3, 4. Ja. Ich bin mal gespannt, was auf Welle 9 alles kommt. Oh je. LMG-Dosers, oh Gott.
ist mein Safe Spot hier, wenn man so will. Ich fürchte echt, wir werden im Worst-Case-Szenario von Dozern überrannt. Ging schon mal keine Option. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Geschütze sind. Ich sehe nix. Ich fürchte echt, es kommt irgendeine Art von Boss wie Captain Winters am Ende. Nur dass er diesmal nicht abhaut und wir ihn tatsächlich killen müssen oder sowas. Ah, die Nachladezeit von dem Ding ist natürlich heftig. Der Typ ist Munitionsverschwendung. Ich lasse den erst reinkommen, dann gucke ich weiter. Thank you.
leben immer noch beide? Wow, die sind echt tough. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt down gehen können. Was sind das denn für Moves? Alter, was war denn das für ein Schaden, den ich gerade kassiert habe? Das hätte deutlich besser laufen können, gerade mit dem Heilen. Aber ich fange an, das Blockte. Oh mein Gott! Ja. Was ist los? Du kannst Taschen auf deine NPCs draufwerfen, dann haben die das auf dem Rücken und nehmen das mit. Ah, ja. Natürlich weiß Marc, dass ich nicht. Oder sie mir das so sagen, obwohl ich die Frage gebe, warum nehmen die das nicht mit? Oh mein Gott. Das ist so eine Sache, die ich aber auch ganz gern vergesse, wenn ich ehrlich bin. Das ist keine Entschuldigung. Gib mir die Tasche, du Arschkopf. Good job, friends. That was some quick and easy money for us. Going to buy a lot of nice things we can use to pull off more jobs in the future, yeah? Wow, das scheint echt gut zum Leveln auch zu sein. Nicht schlecht. Boah, man kriegt richtig viele Sachen. Nice. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingstyp von Mission. Dies Holdout. Gefällt mir richtig gut. Mein Biker-Deck ist auch bald fertig. Da fehlen jetzt auch nur noch zwei Sachen. So, jetzt wo ich die Punkte habe, dann kann ich Leute jetzt hochschreien. Die Dinger schneller zu platzieren bringt nicht wirklich was. Schneller sprinten ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Und
weniger Schaden von Nahkampfattacken ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Schon cool gerade auf jeden Fall. Oh, meine Krümel trocken. Kiddos are going to go bossies when they see what we're after. And we'll be coming after us in droves. So keep your eyes peeled and take them down fast. The longer you can keep them at bay, the more desperate they'll get. And give us a bigger load of cash, yeah? Oh wow, ich sehe schon, das wird kritisch. Ich play some drugs over here. Oh Gott, was trinken wir denn mit? First aid kit. Get your Band-Aid here. Meds here, friend. Now, friend. Got some meds here. Fuck them all! Ah, they're sending in cuff-cockers now. See you, Monster! First aid kit here. Here's a first aid kit. Überall, wo Deckung ist, passiv sind Dinge. So ist gut, so bin ich zufrieden. Ah, natürlich können die auch von da kommen. Wieso auch nicht? Ich brauche konvertierte Soldaten. Aber der eine Typ snipt alle weg, bevor ich was machen kann. Schüchtern kritisch. So, was war bei dir krass? Wie, wo, was? Was war bei dir gerade eben krass? Ich sag, komm, mir ist gerade was voll krass passiert oder irgendwie. Glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, ey. Dann kann es ja so krass nicht mehr gewesen sein. Ich hab dann mit der Nummer rück. Richtig, richtiges Setup. Ich glaube, das war, weil ich mit dem LMG eben einfach durchmarschieren konnte. Ah. Wo du diese krassen Dinger da, diese, was auch immer das sind, Dozer. Die machen mir tatsächlich immer noch Probleme. Ich mache einfach nicht genügend Schaden gegen die. Die wollen sich einfach nicht ergeben, gerade. Frechheit. Ich hab schon einschüchtern, bedrohliche Waffe und ich spiel Rust. Mehr Badass geht eigentlich nicht. Hoch damit.
Cuff yourself. Go get him, friend. Hands up, punk. Drop it. Kill them all. Manche Leute wollen einfach nicht. So. Oh shit. Von ganz oben kommen da irgendwie Scharfschützen an uns ran. Das ist natürlich ungünstig. Die Cloaker, ey. Oh shit, also Cloaker sind eine eigene Art von Naturgewalt schon, ganz ehrlich. Okay, das ist gerade passiert. Dozer markiert und er ist verschwunden wie ein Geist. Das ist wohl mein Gebiet hier. Hat er den gerade? Ah, nein. Fuck off, Taser. Get your ass out of here, fucking Taser. Gemerkt, wie krass das ist, wenn man ein bisschen was auf Geschwindigkeit hat. Der Unterschied ist echt wie Tag und Nacht. Oh Gott.
greedy man. Drop the gun. Get down, motherfucker. Now, come. Alter. Hey, Jiro, follow me. Ich muss, glaube ich, echt irgendwann mal ein Dodge-Bild spielen. Das könnte lustig sein. Da spielt noch jemand das Stoic Pack wie ich gerade. Dallas, come on, Jiro, get a fucking move on. Lasto, zeite kokai. Lasto, ikku de. Dallas, hey, Jiro, follow me. Houston, come on, get a move on. Jiro, come with me. Lief doch was. Da ziehe ich mich zurück. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist eine Todeszone da vorne. Na gut. Meine Güte. Hey, Jiro, follow me now.
Meine Güte, es war intens. Interessant. Ich habe gerade einen Cloaker gesehen, der sich hinter so einem Aufstellschild versteckt hat. Fast wie Solid Snake, nur mit Aufstellschildern. Ich kurz weg, er will sofort wieder zur Waffe greifen. Hier. So, Gesundheitsregeneration sollte wieder da sein. The medic bag. Spiel es noch mal, Hox. Oh, ich habe eine richtig interessante Maske bekommen. Jamaican Nightmare. Da habe ich alle gemacht.
Das gefällt mir, mach ich das so. Steel Baseball Bat. Ja. Mach ich mal Egg Bits auf Scary. Ist ein guter Song. Drugs over here. First aid kit. Get your Band-Aid here. I place some drugs over here. Überall, wo man Deckung gehen kann. First aid kit here. Blitty, they're sending in gas collectors along with this group. Here's a first aid kit. Kill the medic. Jetzt für uns. Mir ist eine richtig dämliche Idee für ein Bild gekommen, gerade Ben. Was denn? Praktisch der ganze Shotgun-Tree, ne? Und. Oh, ich weiß gar nicht, ob sich das. Ah, nee, nevermind, ich hab gedanklich einen Fehler gemacht. Ich dachte, dass der Tree für LMG, Sturmgewehre und MPs mit dem Headshot-Schaden, ne? Ja. Mit den 90%, dass das auch für Shotguns wirkt. Stell dir vor, das ginge, ey. Das wäre heftig. Das wäre dann, ja. Wäre dann wirklich 1000% Schaden. Ich muss dann nachher mal nachlesen. Vielleicht gibt's da irgendwo anders eine Lücke.
but they must think we're a bunch of troops with an awful lot dead. I think we should make them give us more. Oh, Entschuldigung. Cloaker. Show those guts what you're made of, friend. Oi, Lasto! Seht ihr den Guy? Komisch, es scheint immer Overkill zu sein bei diesen Holdout-Dingen. Also wenn man der Anzahl an Schädeln glauben darf. Ich glaube, der eine Kollege ist kein Fan von Dozern. Der hat den erst negativ erkannt. Meine Güte, die können snipen. Ich probiere mal was. Okay, Tatsache. Oh no. Hands up, bitch. Down. Get down. Cuffs on. Mir gefällt der Name von dem einen Kollegen. Kiss of Steps. Ach, der ist tot. Der liegt da einfach nur komisch. Versuchst du denn gerade alles zu stealthen, oder? Ich? Ja. Nee, ich
wenn es so groß ist. Beim ersten Mal kann es ja, dass ich manchmal halt auch die Mission versuche zu treffen, die vielleicht ja stealth-mäßig machbar ist, also du halt vieles drüber wissen, wie die eigentlich mehr so laut gedacht ist, aber die ich gerade eben gemacht habe mit dem Zug. Wo die mit der Zipline dann die Teile von dem Turret und weiter runterschicken müssen, dann dass man das Boot packen muss. Das wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Aber das Aufstand für viele Sachen. Vor allem, keine Ahnung, vielleicht nicht am Anfang rumlaufen, wie du ausschalten musst und fünf Bescheid sagen, wenn du alle Pässe fein zu den Leuten. Ja, das wäre nicht alleine, das ist viel spannend. Und vielleicht noch lautlose Girls oder so. Alter, war das Timing gestern mit dem einen Meme war super, mit diesem I'm going to shit yourself. Hast du denn schon mal den Hold-Up-Modus probiert? Den Hold-Up-Modus meinst du? Es ist eine einzige Geisel auf der Stage, wo du bist. Mhm. Und es gibt 9 Wellen, ne? Einen neuen was? 9 Wellen. Waves. So, yeah. Ne? Und jede Welle kannst du dich entscheiden, ob du die Geisel sofort tradest oder ob du versuchst, länger durchzuhalten für noch mehr und bessere Belohnungen. Ah, das kenn ich nicht. Ich muss schon sagen, das macht echt Fun, der Modus. Was ist mit, was ist das Gute, wenn man die meisten XP bekommt? Mit Ratten, was ist das? Ratten ist eine 3-Tages-Mission. Der erste Tag ist immer, dass man diesem einen Haus da Meth kochen soll. Ne? Mhm. Zweiter Tag ist, man macht einen Drogendeal, wo man die Drogen eintauscht, um Informationen für irgendwie was zu bekommen. Und du kannst die Drogen, die aber auch wieder zurückklauen, also du kannst mit Infos und Drogen wieder rauskommen. Ne? Und bei Tag 3 sind all die Drogen, die man hat, oder zusätzlich Geld oder Währung oder sonst irgendwie Sachen, die money-technisch gut helfen, sind in so einem Bus. Und du musst die rausholen und zum Abgabepunkt praktisch bringen. Das Problem dabei ist, bei jedem Koffer, wo die Sachen drin sind, da sind Bomben dran. Du musst also erst entschärfen und machst dann die Taschen auf. Oder wenn du sehr schnell bist oder schnell mit Sachen interagieren kannst, kannst du alles schnell auspacken und... Oh Gott, Clocker. Kannst du alles auspacken, die Bombe geht hoch und du hast die Taschen aber schon draußen. Geht die Bombe aber hoch, ne, dann brennt der Bus halt. Und Theo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Taschen dann komplett verloren sind. Oder ob du die immer noch aufheben konntest. Ich weiß, dass wenn eine Tasche offen ist, ne, und du den Berg an sich siehst, dann kannst du es immer noch rausholen, selbst wenn es brennt. Wenn eine Tasche zu ist aber und eine Bombe hochgeht, weiß ich nicht, ob das Ding despawnt oder nicht. Wenn man die Mission irgendwann mal kennt, wie schnell kann man die machen? Es kommt
Also der zweite und der dritte Part ist vermutlich das leichteste. Die zweite Mission ist kinderleicht, ne? Die erste Mission ist halt relativ knifflig, weil du in diesem Haus musst, in diesem Haus bist und Drogen kochen musst. Du bist auf Banes Anweisungen angewiesen, aber er sagt nicht immer die richtigen, deswegen musst du manchmal so 2-3 abwarten, ob er sich wiederholt. Und das, was wiederholt ist, ist dann das Richtige, ne? Mhm. Was wir jetzt mit Johnny und Bayo noch herausgefunden haben, wenn wir unterschiedliche Lines bekommen, dann ist es immer das Falsche. Aber wenn wir schon beim ersten dieselbe Line bekommen, oder dieselbe Zutat, dann ist es immer das Richtige. Schlecht. Wenn man sich also abspricht, geht das ganz gut. Ja, man muss nicht hören, ne? Man sollte Sachen schon rausfinden. Das ist ja dann, dass ich wieder halt irgendwie viel gekriegt habe, aber irgendwie generiert das Spiel. Du bist gerade sehr, sehr leise bei mir. Ich weiß nicht wieso. Ob du weit vom Mikro weg bist oder sowas. Ich hab das Mikrofon ein bisschen weiter weggestellt gehabt. Ist das besser? Ja. Okay. Ja, das ist aber das Spiel, habt ihr ja auch schon mal gesagt, das Spiel. Klar, spielst du zusammen irgendwie eine Mission, aber irgendwie, diese Dinge sind halt immer individuell generiert, wie zum Beispiel, dass man verschiedene Sätze bekommt und dann weiß, die müssen falsch sein, weil es muss ja zumindest für die Mission für alle, die daran teilnehmen, gleich sein, was du nicht gekriegt hast. Boah, das war knapp, das wäre fast ein Mission Failure noch gewesen, glaube ich. Eben schon ziemlich intens. Vielleicht muss ich doch von Rust auf einen anderen wechseln. Rust schimpft ein bisschen sehr arg. Oh oh.
Shit, da hat's mich komplett down gehauen. Oh Gott. Fucking Taser. So, mal gucken. Get ready, friends. We're almost at the target. Ja, irgendwie ist von Anfang an immer noch Overkill. VIP Dwanky safe and out of trouble. Med's here for anyone who needs it. First aid kit. Get your Band-Aid here. Med's here for anyone who needs it. Good luck, friends. Here's a first aid kit. Got some meds. Fuck here. Them all. Ah, they're sending in cuff cloakers now. Got some meds here. First aid kit here. Here's a first aid kit. Got some meds so, here. So, die ganzen offenen Mainflächen sind abgedeckt. Sollte jemand down gehen, kann er instant wiederbelebt werden, solange das in der Nähe einer Sanitätstasche tut. Hallo? Hallo. Hallo. Also momentan sind wir voll. Wir machen bis Welle 5 und evakuieren dann. Dann macht eine neue Lobby für uns. Kein Problem, ich schaue euch zu. Ich bin hier zu essen. Hungrig. Ach so, nice. Weißt du, eben, wir waren Welle 5, dann waren wir am Diskutieren, machen wir weiter oder gehen wir. Dann war der Plan, okay, Welle 7, Welle 6 fängt an, absolute Apokalypse, ging gar nichts mehr. Skulldozer, Cloaker, normale Dozer, Medics, Schilder, alles. So schlimm. Ja. Selbst mit Stoik und Sanitätstaschen und Hochschreien gegenseitig sind wir alle down gegangen. Also, Einkaufszentrum ist ziemlich hart. Ah. Nice. Meine Beine sind gerade hart und ich hasse beim Training. Ich mein, verdammt, das ist nicht schlimm, Bein, aber. Ich dachte auch, das würde ich sagen. So, sorry. Wenn ich wieder ziehen würde, würde ich es diesmal genau umgekehrt machen. Einfach alles raus. Lass die Sau raus, ganz ehrlich. Und es ist nett, wenn da die ganzen Kiddos ankommen. Hey, Kiki! Alter, mach genau. Ich
beleidigt die 20.000 Leute, die zuschauen, nonstop, permanent. Freuen sich, fühlen sich gut. Du machst genau richtig. Das ist richtig. Ich bin einfach generell nicht der Typ, der viel schimpft. Ja, um Gottes Willen, das war jetzt nicht eine Anrede auf dich. Ich habe das aber damals auch so gemacht, obwohl ich halt... Ja, ich bin jetzt auch nicht nonstop on flame, aber ich habe schon so ein bisschen verstellt. Bruder, ja, ich will jetzt nicht blamen am Stream. Okay. Du mit deinen hässlichen Augenbrauen. Okay, so schlimm ist es nicht, Runde so. So, Burrito, bestellen, jetzt. Ah. Ach, du bestellst einen Burrito, okay. Einen! Ich dachte, wir sind noch bei den Beleidigungen und Burrito ist eine Beleidigung, die ich noch nicht kenne. Nee. Okay, ja. Wir müssen immer gleich irgendwann joinen mit der Wellen. Das ist cool auf jeden Fall. Guido Westerwellen. Oh je. Yeah. Spielst du gerade, Johnny? Nein, ich hang grad wieder. Ich bin gerade am Spielen. Hast du nur Beintraining gemacht? Jawohl. Nice. Ich hab so ein Mix, ehrlich gesagt. Ich mach so ein das Programm, was ich dir gesagt hatte. Ist ziemlich gut, soweit ehrlich gesagt. Es geht jeden Tag so ein bisschen ein Mix von allem. Ist ja wirklich nur Push, dann nur Pull. Dann halt nur beide. Ja, man kann, ich finde, es gibt da keine Regeln, kann jeder machen, wie er möchte. Also, mir persönlich macht Piras mit am meisten Spaß. Ja, ja, klar, ja, klar. Das ist ja das Geile und manchmal auch einfach die Abwechslung mal sozusagen. Ja, okay. Ja, ja. So. Ich mache eigentlich jedes Mal, versuche ich eine Übung auszuwechseln oder irgendwas zu ändern. Ich immer gleich. Taser, ey. Weißt du, wenn dich ein Cloaker erwischt, dann weißt du wenigstens. Dann weißt du wenigstens, du bist down. Aber wenn du getased wirst und du weißt nicht von wo und niemand ist in der Nähe, um dich um den Taser für dich abzuschießen, ist halt blöd. Ich hör dir mal zu. Oh, die Musik ist geil. Nicht wahr? Ach ja, es gibt ja einen Stream, stimmt. Royale Clown Killer. Twitter. Genau, Twitter schon. Twitter. Boah, da darfst du mich selbst im Stream hören. Geil. Ich komme sofort, ich habe einen Magnesium-Drink. Oh Gott. Man brennt. Okay, immer noch zwei Konvertierte, das ist gut. Okay, you made it so far and the Carols have made an offer. I think we can hold out for more. The Carols? Hast du schon mal die Comically Large Spoon probiert? Ja. Das ja, ist so geil. Da kann mir Marco ein bisschen was zu erzählen, wie ich mich gefreut habe. Der Sound ist einfach super und generell beste Nahkampfwaffe. Leider waren wir ja nicht da, um die goldene zu bekommen. Gibt ja auch eine goldene Version davon, die kann Gegner on fire setzen. Brandon. Wenn man der Community beim Event mitgemacht hat und 100 Kills, ne? Ja. Ja. Ne, nicht mal, nicht 100 Kills. Ich glaube, das war was an. Alter.
Local ist schon kritisch. Ja, nee, das Community-Event war, dass man als Community, ich glaube, 4,9 Millionen Kills machen musste mit dieser Waffe, mit der Comically Large Spoon. Ja. Haben die wohl innerhalb von 2 Tagen gemacht. Danach durfte man die Hammer, die bekommt. Alter. Einfach innerhalb von 2 Tagen, das ist schon heftig. Ja. Ich muss dir mal vorstellen, alle laufen mit so einem scheiß Spoon rum und tun die ganzen Kopf. Ist schon gut. Ja, ist schon geil. Oh, okay, Sniper. Oh, der Helm von dem, ne? Ich dachte, das wäre ein Gegner. Hallo, Johnny. Hallo? Du hast eine Story zu erzählen über Lady Killer mit Comically Large Spoon. Wie ich mich drüber freue. Achso, ja, aber ich kann das nicht gut darstellen, ich kann das nicht nachmachen. Es war ein Video, wenn man dabei war. Ich hab gelacht wie ein Psychopath. Also wie immer. Ja. Ich würde es ja schelmisch, griesgrämig bezeichnen. Schelmisch, griesgrämig. Griesgrämig ist doch nichts Positives. Griesgrämig. Was, er ist irgendwie im Inventar, da macht er den Skills, da geht er irgendwie, guckt sich die Waffen an. Und der so auf einmal sieht dieses Item und der so wahrscheinlich Hände reibt mit der Devil-Hörner aus dem Kopf rauskommt. Oh, so leicht lachen. Es gibt ein Comically Large Spoon. Und so leicht nicht mit. Da konnte er nicht aufhören zu schmunzeln. So, das ist verständlich. Macht das auch ein komisches Geräusch von Hit? Ja. Wie Brian? Ja. Das ist immer cool. Auch eine goldene Version davon, aber da musstest du beim Event dabei sein. Ist das Plaston Hit oder? Was? Nee, ist mir jetzt gelandet. Ja, goldene Löffel setzt Gegner einfach in Brand. Nix mit Plaston Hit, Gegner stirbt. Durch Brandschaden. Aber ja, Tekken, I know. EA Sports One UK. EEE. Das ist das Beste, was du hast gesagt. Das ist das Beste. Das ist so geil, ey. Kill 'em all! Aber Marco, ohne dich merkt man, dass du nicht im Team bist, weil Dosa echt zu einem Problem werden. Wenn du nicht die richtigen Waffen hast, dann werden sie zu einem Problem. Das Ding ist halt, dass die Waffen, die Dosa zerstören, meistens relativ ineffiziente Dynamos sind. Ja. Deswegen ist es immer gut, so einen Mix zu haben, weil die Squishy sind. I got the switch. Ja, Bolt Dosa kann sich Leibel zerstören. Ja. Ja, ich finde so 3 Leute, einer auf Specials, einer auf normale Cops, also so Horde Cleaning, einer so ein bisschen Burst, der andere kann halt so nix von uns Support. Vielleicht ein bisschen Utility, so ja. Turrets oder. Ja, das war das mal nicht. So, das ist mal. Oder alle spielen einfach was broken, so. Ich will jetzt so wie damals Pistols. Die Kamera hat sich schon gedreht und alles. Ich wohne in der Stadt, dass man freiwillig am PC mit Controller spielt, weil du schon kannst. Ja, meine ist Hardcore. Hardkern. Kann man richtig entspannt sich im Stuhl zurücklehnen. Ich könnte mich generell bei den Spielen nicht entspannen. Ich finde, das ist nicht dazu gemacht. Nicht das, nein. Alter! Die Definition von entspannt ist für mich nicht in Death Sentence irgendwie Horden von Gegnern da zu haben, wenn ich da die ganze Zeit alles abknalle und eingetränkt werde. Ich würde es auch, um Adrenalin zu bekommen oder Testosteron-Bärtchen auf meiner Wange zu bekommen, aber nicht mich zu entspannen. Entspannt tue ich bei League, wenn ich sofort spiele, darf auch nichts machen.
League als Testosteron. Der Name Drop wieder. Ich spüre mein Testosteron steigen, wenn ich Lux spiele. Mit ihrem scheiß Harry Potter Mützchen. Mit ihrer hohen Stimme und aber auch ganz genüsslich einen Feenstaub mache beim E. Männlicher Stuff. Richtig. Nur Ammo? Vielleicht kommt Mr. Ammo mit zwei Bags. Ammo King. Ammo nach Golem. Ich weiß. Oh. Ah, stimmt. In Spyro war das, glaube ich. Da gab es immer so einen Typen, der dich nur überbrücken lassen wollte, wenn du dem genügend bezahlst, ne? Der hieß Mr. Moneybags. Du bist Mr. Ammo Bag. Mhm. Aber ist denn der LMG nicht gut gegen Dozer? Ja, ich brauche viel zu viel Schuss, um den down zu setzen mit dem, was ich hab. Viel zu viel. Das heißt nicht efficient. So, für die grünen Dozer reicht's, aber Skull Dozer und alles andere sterbe ich. Ah, da mache ich das. Ich bin gestern Bild gesehen. LMG. Da musst du doch singen, Techniker, den wahrscheinlich sehr die Glücke zu machen, oder? Ne, ich glaube nicht. No. Okay, ich sehe schon. Ist mit Stoic? Ja. Mit Stoic und dann Inspire. Genau. Der und auch, dass ich die Leute konvertieren kann, also ich krieg den Heal immer noch. Ich meinte eigentlich jetzt ein Video, wo ich Filter hab. Ja, du bist das gleiche. Kann sein. Ja, Inspire, Hostage Taker halt. Die konvertieren noch zum Schiff. Motorhawk und Iron Man, bitte. Also, größter Armor Ding. Ja, ist ja schon auch, du Scheiße, okay. Da bin ich ein bisschen efficient damit, nach 4 Schüssen im Kopf zerfurt. Okay, hat bei 4 Schüssen gar nichts genommen. Okay. Er nutzt die... They're going for the hostage. Stop them. Also, Thomas, du hast keine Turrets mehr, ne? Nee. Kannst du aufschreien? Ja. Okay. Oh, Skull, ich hab das nicht gemerkt. No. Das hab ich irgendwie überlebt. Das hätte ich nicht überleben dürfen. Warte, aber spielst du Stoic und eine Flasche? Was? Nein, ich hab die Flasche bei, aber die hat halt Cooldown. Naja, unten rechts steht ja unter dem X1. Kannst du mal erklären, während da rechts das sehe, wie was Stoic nochmal macht? So, weil, du siehst doch die gestichelte HP gerade, ne? Ja, ja. Wenn er jetzt die 3 drückt, also seine Potion nutzt oder lange genug kein Damage kassiert, wird das wieder permanent HP, halt sich hoch. Das heißt, wenn er Damage bekommt, das wird das gestichelt gleich, ne? Das ja, das ist der Schaden über alles, Zeit. Nicht alles, aber ja, er kann das dann wieder hochheilen sozusagen. Das heißt, genau, er kassiert 200 Damage und er kann 180 davon einfach wieder hochheilen. Das war noch mal intens am Ende. Good job, friends. That was some quick and easy money for us. Going to buy a lot of nice things we can use to pull off more jobs in the future, yeah? Oh, ich hab Bock. Ich auch. Das ist nice, aber lass das mal spielen. Der Schnäuzer. The Super Villain Moustache. Moustache. Irgendwann der Fridge Day. Man kennt's. Bein ist voll underwhelming. Toll. Meine Beine fühlen sich breiter, aber sieht eh keiner und ich spür's und ich irgendwie seh's auch nicht. Ich finde, das ist trotzdem wichtig. Ja, ist es, aber es fühlt sich nicht so geil an wie ein
so mit platzenden T-Shirt-Ärmeln rumzulaufen und irgendwie dein Kreuz wird richtig breit. Geiler Schnaubert. Warte, das geht doch eine Stufe besser. Vor allem sehr unwahrscheinlich, wenn man das. Geil. Warte, wie sieht das auf Sangras aus? Der hat doch schon einen Schnaubart. Wo ist der denn? Rechts. Das ist links. Das ist Sangras. So rechts, Ach so, aber ignoriert den alten Schnaubart. Kein Mensch wird ihn wiedererkennen, wenn er so eine Bank ausraubt. Joy, ey, oje, das ist richtig cursed, holy shit. So, ich bin ready. Ich komme. Oh je. Ach, hey, den haben wir noch. Alter. Benni, glaubst du, wenn Bugatti damals mit diesem Fußballtypen geredet hätte, dass er gesagt hätte, I'm coming for you, Karl-Heinz Rummenigge? Ja, ist richtig. Hässliche Masken ich hab, Alter. Puh, ist schon gut. Was für eine Scheiße, die ich da gemacht hab, Alter. Okay, ich lass mal die hier. Machen wir mal der Diamant. Ich mach erstmal nur auf Freunde. Ganz wichtig. Ich muss ja wissen, dass schon, ich denke. Der Schnäuzer, ey. Guck mich mal an. Das sieht aus, als ob du eine Augenentzündung hättest, ganz schlimm. Das geht durch die Maske durch. Warte mal, was hab ich noch? Oh, ich bin Level 100! Ja, sehr gut. Alter. Das ist gar nicht schlecht, warte, wo hast du denn her? Den Schnäuzer? Nein, ich meine, ich rede mit Bayo. Die Mrs. Santa? Der ist voll cool, wo hast du denn her? Keine Ahnung. Den Schnäuzer. Das ist lange her. Das ist auch geil. Total billig. Also jedenfalls nicht von Leak und dem Feenstaub, so viel sag ich dir. Warten Sie, ich muss kurz leveln. Boah, die Holzfliegenmaske ist immer noch. Feenstaub. Ich glaube, der Großteil deiner Lieblingsmasken sieht so aus, als ob du eine Augenentzündung hast. Das soll's auch tun, ja. Also ganz ehrlich, jeder versucht cool auszusehen, dann komm ich daher. Ja, noch nie ist jemand so dabei gescheitert wie du. Ach. Bisschen Ach, noch. Schabalabaju! So, wir sind an sich ja. Nein! Komplett. Ich bin bereit, Alter. Der eine mit Schnäuzer, der eine mit Brille und dann kommt dieses Gesicht. Ich bin bereit. Moment. Tatsächlich, Duke mit Schnäuzer sieht aus wie Neil Patrick Harris, aber mit schwarzen Haaren. Oder schwarz-grauen Haaren. Und Schnäuzer, ja. Gibt inzwischen auch so viele Masken, ich kann nochmal eine hässliche Kreation machen, bestimmt. Oh mein Gott, fahr zur Hölle. Gebt ihr Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ja, kann machen. Moment, warum ist... Du hast ja gesagt, ich hab gedrückt. Er hat ja gesagt. Du meintest ja und dann Moment, aber beim Ja hab ich reagiert. Gewundert, dass wir mit den Türken damals mal Krieg hatten. So, ich blieb tatsächlich. Ruhe denn! Ja, beleidigt. Komm mal, komm. What? What? Okay, gut. Nehm ich. Nein. Danke! So, bereit, Bubis. Bereit und bereit. Halt das und schon. Weiter als der Tür stehen. Rod, Friends, let's
weiter als die Tür. Ach du Schande, das Gebiet. Ist das nicht von The Diamond Heist? Ja! The Diamond Heist, den ich noch nie gemacht habe. Ey, das weiße Haus ist richtig geil, wird dir gefallen. Ist zwar schwer, aber richtig geil im Map. Haben wir gestern gemacht. Oh Gott! So, das war der erste. Wo? Ich kann nicht vergehen. Fuck, Alter. Da, ich hab ihn. Alter, stellst dich einfach da vor und sprayst rein. Ja, jetzt bin ich da. Okay, wir haben zwei, die für uns kämpfen. Ja, die Medkit sind. Oh oh. Nein! Hä? Was ist jetzt los? So. Wenn ein Cloaker dich hier erwischt, hast du gleich die Handschellen an. Taser! Wir müssen bis weiter hinfliegen, um die Typen zu beschützen, oder nicht, ne? Sobald die Geisel befreit ist, ne, ist Instant Mission Failure. Wir müssen da also echt aufpassen. Und sind Scharfschützen auf der Map anscheinend, gut zu wissen. Kann jemand die machen? Ich hab da nichts gegen. Meine Joseph wird sich bestimmt freuen, dass Sniper ein Pickpack zu wollen. Ich hab an sich nur eine Maschinenpistole, die ist leider nicht so genau. Und LMG halt. Da oben, bei den Fenstern. Da ist noch einer, glaube ich. Wenn ich die Laser sehe, kriege ich die. Ich habe eine Pistole mit. Ich finde den Modus cool. Ja, ich denke mal so High Difficulty, dann mit Setup und so, bestimmt richtig geil, lange aussehen. Ja, ja. Aber scaled das sowieso nicht? Wird das sowieso nicht irgendwo schwieriger? Ich glaube mal. Irgendwie kann man den Schwierigkeitsgrad davon auch nicht wirklich einstellen, ne? Es geht immer gleich auf Overkill los. Ah. Außer ich habe irgendwie eine Option übersehen, aber... Soll ich ja vorne den Eingang machen und ihr passt bis hinten auf? Ich pass auf die Dame. Cloaker. Ich hab dich jetzt feiern. Ist ja richtig. Okay. Dozer. Den gab's hier nicht jetzt. Oh ja. Alter, nicht das geht überhaupt nicht. Was soll bleiben? Das ist richtig. Musik ist geballert. Hier nicht reinkommt. Jemand versucht die. Oh nice, habt ihr schon. Ich brauch Hilfe bei dem Fuzzi. Bring. Ich krieg grad passiert nicht mal Geiseln, aber ich muss. Bringt das in dem Modus eigentlich etwas? Noch ein Dozer! Ich muss sehen, da würde ich die Sniper kriegen. Habt sie! Links Dozer, Treppe hoch. Hier mit der Putzi-Cover. Schwarzer Dozer. Eigentlich sind wir noch eine Dame.
So, hier jemand die Pops. Kritisch. Der war gut, oder? Wunderbar. Alter Schwede, ich läufe. Noch einer. Oh je. Down. Nicht mehr. Sniper oben. Die Map ist ziemlich hart dafür. Ja. Ja. Ich stecke hier Doktor bei Ken. Oh, das war nur Welle 2. But they must think we're a bunch of chumps with an offer like that. I think we should make them give us more. Ich weiß, dass es ab Welle 3 eine zusätzliche Karte gibt, ab Welle 5 und auf Welle 9 glaube ich die letzte. Ist dann ja. Je nachdem, wie lange du durchhältst, kriegst du mehr von diesen Karten. Für Waffen, Mods, Masken und sowas, die umgedreht werden. Du kriegst, glaube ich, auch mehr Loot hier, ne? Ja. Also das ist echt super, um Waffen, Mods und Masken zu farmen. Vor allem in diesem Modus gibt's Masken, die du nur hier kriegst. Das war gut. Okay. Oh Gott. Das war ein bisschen close gerade. Hier ist das. Sehr recht. Mann. Hier laufen aber viele Camp-Trainer rum. So ein Spiel so ausgefeilte Dorfnamen wie Rikal de Mar. Scharfschützen. Dose aus der Mitte. Cloaker oben links. Ich muss mal beim Fuzzi helfen. Alter, der Dose, wie lange? Herr Medic war dahinter. Kann ich mit dem Thomas helfen? Ich muss hier aufräumen. Alter Schwede, was Holy ist das? Holy shit, What ey. The fuck, Alter. Mama, Sniper. Marke. Das ist ein bisschen arg intense. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Welle 3, by the way. Ja. Die hat sich mit ergebt. Mann! Boah! Ja, die Musik dazu! Ich versuche mal so viele Geiseln zu nehmen wie möglich. Vielleicht hilft das ein bisschen.
Ach, hier kann man auch komplett rein. Okay. Ja, aber das ist unser, Fuzzi alleine. Ja. Komm, Fuzzi uns. Die Fuzzi. Haben wir Minimet? Die liegen hier rum, hier zum Beispiel. Wenn ihr merkt, ihr geht down, versucht in der Nähe von so einem Pack down zu gehen. Das holt euch instant. Alles klar, Boss. Get down with the sickness. Oh Mann. Skulldozer. Wo? Oben rechts. Einfach markieren. Ja, da. Oh, der war krass. Knoker! Die hält sogar von mir auf ihr los. Nein. Danke sehr. Das ist gerade mal Stufe 4, was soll das aber noch sein? Von? 10? 9. 9. Noch ein Skulldozer, selbe Position. Das ist der kleine, der macht ja 10. 9. Das ist das gleiche. Gute brauchen. Was müsst ihr jetzt sehen, Gas, Alter? Danke. Der Skulldozer läuft. Ganz hinten, Dozer. Aber ich glaube, da haben wir. Der ist erstmal da. Hinter uns. Nein, ich bin down. Hinter Damage. Ich viel defensiver. Muss auch laden. Nein. Noch ein Dozer. Ah! Geh mich irgendwie hoch. Oh, es ist nur noch Johnny. Oh, Johnny. Alter! Wir sind down. Seid ihr alle gesterbt? Ja. Das ist hart. Das ist ein bisschen übertrieben hart hier. Das macht Spaß. Erstmal hart, aber es hart ist immer gut. Sprich für dich selbst. Ruhig. So, ich wechsle mal die Musik, dann geht das sehr viel besser hier. Das wird helfen, wenn wir da kommen. Ich halt auf, um so zu reden, Asi. Okay. Oh, Klingel, Moment. Man merkt richtig, wenn er gerade nicht arbeiten muss. Hast du eigentlich je das Sicario-Deck mal gespielt? Nein. Habe ich nicht. Weil da wäre interessant zu wissen, wie lange die Rauch hält. Und wenn du ein ganzes Team nur mit Sicario-Deck hast, sind alle am Dodgen. Death Row ist schon geil. Jetzt hab ich auch gerade. Also so wie das auf der Map abgeht, ist Death Row das einzige, was man da haben sollte. Nein. Können wir irgendwas am Setup machen? Das ist.
Versuch's mal zurück zu lobben, ich hab kein Bild, aber egal. Wollt ihr was tauschen? Ja, pass mal zurück. Moment, Auftrag abbrechen. So. Ah, ich glaube, ich wechsle auch einmal ganz den Charakter hier, weil Duke geht mir ein bisschen auf die Nerven, bin ich ganz ehrlich. Na, dann wird das natürlich klappen. Ja, komm. Spiele ich Sokol ein wenig. Der ist so cool. Sokol Kick. Der ist cool, ja. Alter stimmt auch. Ah, die Maske ist, naja. Dreckige Fliege. Was lebt die so lange? Was erdreistet sie sich so lange zu leben? Das heißt ja mein. Ich lebe doch auch nicht 150 Jahre lang, um nervig zu sein. Sag das noch nicht. Kann man drüber streiten. Sag, wenn du offen warst, Thomas. Mhm. Nein. Wenn du musst unbedingt hochleveln, dann kann man das zusammen machen. Das macht extrem viel Spaß. Ich habe zwei große Missionen als nächstes laut Karriere vor mir, glaube ich. Ah, dann wisst ihr, was wir später zu tun haben. Shopping Mall und 4 Shops oder irgendwie sowas. Ich bin gerade am überlegen, was war denn das, was wir eben gemacht haben? Der Diamant? Nein. Die ja. Großbank? Das war die Diamant-Map. Okay. Diamant war das. Okay, ihr könnt rein. Was nice ist, man muss auch nichts ausgeben, ne? Man kann die Dinge einfach spammen. Ich kenn das nicht. Doch, aber ich finde das Geräusch lustig. Oh, ein Schweinchen. Hier gibt's ein Pokémon, was nach dir was für dich wäre, Markus. Das ist einfach so ein fliegendes Schwein. Und es hat eine Attacke, die heißt Bamboozle. Die ganzen Santa-Kostüme sind immer so cursed, dass... Weißt du, was richtig cursed ist? Das Santa-Kostüm und du spielst Rust. Das ist richtig schlimm. Das ist cursed. Oh Mann, ey. Ready? Ja. Oh Mann, da freut er sich. Ja. Das letzte sein, was die Gegner sehen. Oh Mann. Stell dir mal vor, dann kriegst du als Nahkampfattacke die Wampe von Bob aus Tekken. Oh ja. Ich hab übrigens jetzt auch Burst gegen Dosa. Gut. Oh, warte. Ich hab mal Minimeds genommen. Ich weiß nicht, ich krieg das Gefühl, die sind hier ein bisschen nützlicher. Und ich kann auch Leute konverten. Nice. Das sollte ein gut Heal sein. Dann sehe ich aus. Cursed. We got first aid kit here. Okay, for anyone with the first aid kit here. Anyone needs first aid? It's here. First aid. Mann, das Silbe. For anyone. First aid kit here. Got a first aid kit here. First aid kit here. Got a first aid kit here.
Here's a first aid kit. Got a first aid kit here. Here's a Okay, die linke Seite ist jetzt alles voll mit solchen Taschen. Stagger-Animation von den Schildtypen sehen, ne? Muss schon Killing Floor denken, wenn du diesen Strauchel-Effekt drin hast. Sieht so ähnlich aus. Sehr recht. Okay, ich hab zwei. Sollte auch gut sein, um Marco zu ziehen. Nein. Haha, du hast auch Steak drin, nice. Schwarzer Dozer. Wo? Hier oben. Welches? Tot. Ich markiere die jedes Mal, wenn ich sage, dass ich sie sehe. Wenn zu voll durch die Gegend ruft, das klingt echt wie Niko Bellic aus GTA 4. Schokolade ist auch cool. Ich finde halt nur, das ist ein relativ langweiliges Gesicht, aber läuft halt cool. Eins. Mindestens habe ich eins. Ja, ich auch. Und ich muss ein bisschen. Spiegel. Mann, oh Mann, das ist eine gute Karte. Oh, ich weiß noch, wie ich GTA 4 damals gesuchtet hab, ey. Damals, als die Welt noch in Ordnung war. Ich hab die Story damals nicht gespielt. Sniper oben. Ich hab nur Scheiße in Ordnung. Ich hab den auch nicht getroffen gerade. Okay, Pistol-Build ist schon mal effizienter für den Shit hier. Ich finde immer noch, Pistols sind ziemlich stark. Naja, an sich ist alles stark, solange du den Bild drumherum gut machst. Mein Outfit sollte auch nochmal ein bisschen Damage Boost geben. Oh, da ist ein Dozer. Das war ein Dozer. Bild. Press F to... Pay respect. Das sind schon brutal, ey. Ach, das war noch gar nicht der Vorsprung, oh Gott. Ich sehe Scharfschützen. Scharfschütze down. Gas auf der linken Seite und auf der rechten, bleibt in der Mitte. Bowser aus der Mitte. Oh shit, ich muss nochmal. Sniper. Nein. Nein, ich wurde getased. Sniper oben auch.
langsam mal durchladen. Haben wir denn immer noch 4 Konvertierte? Weil ich sehe nur 3 gerade. Ich hab den noch nicht maxed. Ich hab konvertiert, aber nicht 2. Ah, okay. Das Gas ist auch weg, wir können wieder auf die Seiten ausweichen. Oder? Nee, nur auf die. Ist ja eklig. Wir können links hinten rum praktisch. Aber nicht von vorne. Wir können nur bedingt ausweichen. Scharfschütze oben. Cloaker aus der Mitte. Cloaker down. Nachladen musst oder so, Ne, die Killer. Ja. Ich nehme mich in 2 auf dich klatschen, kannst du schneller nachladen. Ich lade einmal durch. So, ich glaube ab Welle 3 wurde es schon ein bisschen ekelhaft, aber 4 war richtig abnormal. Mhm. Lass dich schwenken, Johnny. Mhm. Nö. Sollen wir bei 4 rausgehen, oder? Wenn wir 4 schaffen, ja. Dozer von links. Dozer down. Ich lad nach. Jo, hab's. Warte. Los auf. Down. Lade nach. Down. Lade nach. Ich hab ihn, alles gut. Lade nach. Lade nach. I can see them. Get down on your knee.
Gehst du mit der Route um, ja? Was? Weil du mit der Nahkampfwaffe gerade am Ausholen warst. Und die Katana. Danach flüchten wir auf jeden Fall. Ja. Dose aus der Mitte. Dose down. Lade nach. Noch ein Dose. Ja. Oh Gott. Was ist passiert? Ich bin komplett weit, ich weiß aber nicht warum. Skaldoser! Von der Treppe links. Ich bin down. Oh Gott. Au, was damaged mich so hart? Was? Ich versteh's nicht manchmal. Wie im Cover, aber. Ich hab das Gefühl, nach Stufe 3 steigt der Schwierigkeitsgrad von Overkill auf Mayhem oder Deathwish schon. Weiß ich nicht. Keep your eyes on the hostage. Ja, stopp them, alles klar. Sonst sehen wir Schwünsche. You let them take the hostage, you jobs. Kacke. Ja, wir brauchen einen vierten. Kannst du knicken, Alter. Meine Fresse. Das Wave hier ist sowas von hart. Ja, versuch das nicht im wahren Leben. Danke, Spiel. Warten wir mal, bis wir einen vierten Mann haben. Wir hätten es schon geschafft, aber Johnny's Death war halt ein bisschen traurig. War ich so oft down? Kann gar nicht sein. Ich weiß es nicht, genau. Normalerweise sieht man das aber ziemlich deutlich, dass man Black and White ist. Ich weiß aber sehr gut, ich weiß nicht warum ich war. Ich dachte, es wäre ein Bug. Vielleicht kann man nur eine begrenzte. Nein, das wäre zu OP. Wenn Cloak. Wenn du nur eine bestimmte Anzahl an Malen von Cloakern festgenommen werden kannst. Wenn du dich nicht daran erinnern kannst, wirklich down gegangen zu sein. Ich war einmal war ich down, höchstens zweimal, aber nicht viermal. Ich war niemals viermal down, oder? Also einmal hab ich dich hochgerufen, das weiß ich. Einmal auf jeden Fall, ja. Ich hab dich auch ein zweimal hochgerufen. Dann werden wir schon... Ich hab jetzt zweimal Brandmunition, das könnte auch nochmal helfen, aber... Ich kann ja auf den vierten warten. Oder wir gehen dann halt beim, dritten raus, ne? Das geht auch. Ja, lass mal immer so machen. Weil ich Loot bekommen. Ja, weil ich weiß nicht, wie lange wir sonst warten müssten hier. Aber Dings wechsle ich mal. Vielleicht schaut euch jemand rein währenddessen. Ja, Pons ist geil. Pons nehme ich. Pons ist gut. You're almost there. Everyone, get your guns ready. Aber ich gehe echt davon aus, Karten bekommt man ja nach 3 Wellen, nach 5 Wellen und nach 9 Wellen, ne? Dass jedes Mal, nachdem man eine Karte bekommt, der Schwierigkeitsgrad um 1 steigt. Ja, das kommt sogar hin.
Das heißt, nach Runde 3 ist Chaos, nach Runde 5 ist Todeswunsch. Und Runde 9 ist dann die einzige Runde auf Todesurteil. Also, es macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Meine Waffen sind plötzlich dann schwach. Schau, dass du nicht alles in Brand setzt. Wir brauchen noch ein paar Konvertierte. Ich hab hier einen. Kannst du konvertieren? Meinst du, das ist nicht so stark? Auf der linken Seite. Ja, oder? Gut. Unser Bot hat den. Ich hab hier jetzt auch einen, ich mach den mal. So, das wäre einer. Ich komm rüber. Oh shit. Ja, fuck. Okay, ich hab hier einen. Okay, ich hab alle. Lade nach. So mit dem vierten bis hier probieren. Kommt drauf an, wie hoch er vom Level ist. Nee, lass lieber bei Runde 3 raus. Wir wissen nicht, was der Deck technisch läuft. Oder doch, wir wissen's. Er macht auch Stoic, aber. Ist trotzdem zu. Er ist Master, ich mein, nach 50 und Boss auf 40. Stoic, ja. Ach stimmt, ich hab die Medkits gar nicht platziert, Mist. Ich mach das mal eben. Alter, der Sprint von den Dozern ist neu und gedraft. Ja. Das macht die deutlich gefährlicher, ehrlich gesagt. Ja, ja. Dann bist du schwieriger, den hier Punkt hinten ist noch eine Geisel, Mitte. Ja. Das macht es schwieriger und das macht sie auch gefährlicher, weil sie haben Shotguns. Ich hab übrigens hier meine Minimats. Ich hab meine Überall so ein bisschen verteilt. Meine sind hinter Cover meistens. Da kommt die nächste Welle. Nein. Scharfschützen und Tränengas von rechts. Dosa rechts. Warte nach. Alter, das mit dem Tränengas von den Seiten ist so widerlich. Dosa. Warte nach. Wo? Oben links, hinten. Das war eine schöne Nade. Danke. Pfeil da unten, ich hatte Feuer im Loch. Look out for stopping. Sneakers spawning. Snickers. Follow me now! Cloaker. Natürlich rennt bei mir die Musik von Reservoir Dogs hier. Danach. Ich
Ich kann wohl scharf schützen. Ja, da oben. Down. Schön. Dozer links vorne. Dozer mit hinten. Schwarz. Na! Da war ein Really. Ammunition hier. Macht's immer gut. Meine Güte. Kann die Downtime mal länger als 5 Sekunden sein? Ich kann nicht genug essen. Nervt, ich muss auch schneiden. Scheiß Hähnchen. Einfach alles auf einmal essen. Wie viele Leute einfach essen. Ich stelle mir vor, ich habe dann auch noch Next Up Joker. Das ist einfach zu 8. Oh fuck, da hat noch ein Geiseler erwischt. Joker! Joker down. Dein Skill ist schon nice, Johnny, dass die Shields die ganze Zeit stumbeln. Ja, ja. Gibt uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Raum zu atmen hier. Ich komme nicht drum rum, manche versehentlich Geisel mit anzuschießen wegen meiner Munition. Warte mal, der Typ hat auch Joker. Wir haben gerade 5 kompetierte, Alter. Dozer links. Meine Güte, hat er getankt. Ja, ich hab nicht die Headshots getroffen, sind zwei down. Die Riesicht habe ich doch echt bescheuert. So seitlich, Moonwalk-mäßig. Die Kompetierte sind nice, Mann. Ja, vor allem denken die selber viel, ne? Gerade nach. Denken tun die nicht viel, aber wie ekelhafter ist es, dass die anderen tanken. Also, ich muss hier den Kopf treffen, auf jeden Fall. Skaldauser Mitte. Zu schön. Nice. Scheiße. Ich hab dich, alles gut. Links, links. Hilfe brauchen. Was stehen die von uns alle so auf einem Haufen, wie so ein Haufen Kacke? Ich treffe die versehentlich manchmal mit meiner Brandmunition. Ich glaube schon einen Scharfschützen. Er brennt. Geht Brandmunition durch Schilder eigentlich durch? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Brandmunition selbst ist oder meine Skills. Skaldauser. Sehr schön. Ich glaube, Johnny und ich zusammen Dings machen, ist vorbei. ja. Gehen wir raus? Ja, ja. Ja, ist gut. Das ist viel zu heftig, die Map.
Gebt ihr mal ganz kurz bitte jetzt kurz auf. Das ist bei dem Spielmodus tatsächlich relativ schwierig zu essen. Good job, friends. That was some quick and easy money for us. Going to buy a lot of nice things we can use to pull off more jobs in the future, yeah? Oh shit, Alter. Oh je, die Elbin. Oh! Ich hab nen Purple Skin bekommen, Purple. Chains beginnt. An sich gut aus. Der Typ, der reingejoint ist, hat ein cooles Outfit. Mhm. Danke. So, jetzt brauche ich noch eine Karte, dann habe ich Biker komplett. Bio, bleibst du beim Stoic Deck? Ja, machst du die ganze Zeit über. Dann würde ich nämlich auf Wahnsinn wechseln. Mhm. Gute Idee. That's crazy. Und dann wechsle ich auch auf die Turrets wieder. Ich habe sogar noch ein paar Punkte, die ich ausgeben darf. Ach, ich habe den schon. Okay, okay, okay. Ich hatte doch... Ich bin jetzt aber noch 2-3 Minütchen. Okay. Ich bin in der Zwischenzeit Maschinenpistole ein bisschen am Konfigurieren hier. Mhm. Ich nehme, glaube ich, tatsächlich einen kleinen Granatenwerfer mit hier. Dieser Modus gibt mir echt Killing Floor Vibes. Ja. Nur dass du hier nicht eine Medic-Klasse spielen kannst und danach einfach unendlich überlebst. Mhm. Stimmt. Vor der Berserker. Ja. Ich finde das sowieso komisch. Warum ist Medic so tanky? Bei Killing Floor. Weil du verdammt normal instant deine Heals wieder bekommst und mehr heilst.
Ja, das ist. Ja, das ist die das Resultat, aber ich meine, warum? Also ja, aber komisch irgendwie. Dazu kommt noch, dass sie Movement Speed haben, was meiner Meinung nach immer noch das most busted Perk überhaupt ist, also Ability. Im Prinzip wird er ja dadurch tanky, dass wenn du komplett auf den Teambild gehst und du Kollegen heilst, da kriegen die ja Schadensreduktion, Movement Speed, Bonusschaden und noch irgendwie was. Also alles, was buff-technisch geht, kriegt das ganze Team dann ja. Und dann gibt's nochmal ein Skill, dass wenn du ein Teammitglied buffst, dieser Buff auch für dich selber gilt. Früher war das OP, weil da gab's noch so ein Skill, dass jedes Mal, wenn du heilst, Panzerung bekommst. Und dann konntest du dir Kevlar draufheilen oder deinen Teamkameraden Kevlar draufheilen. Das war dann richtig broken. Oh, jetzt verstehe ich den Bild, den die hier machen. What the fuck? Die nutzen eine LMG mit Body Expertise. 90% of the from the bonus dam. Warte, von 90% from the bonus headshot damage is permanently applied to hitting enemies on the body. Das heißt, du machst eigentlich 90. Du machst fast Headshots eigentlich auf den Körper die ganze Zeit über. Ja, damit hab ich eben auch gespielt gehabt. Das ist ja richtig bastard. Ich hab das in dem Deck hier auch drin, in dem anderen mit Wahnsinnig jetzt. Deswegen hat's mich ja so gewundert, dass die so viel getankt haben. Ich war schon am Überlegen, das mit Shotgun zu kombinieren, aber das geht leider nicht. Nur Maschinenpistole, leichte Maschinengewehre und Sturmgewehre. Und Spezialwaffen im Automatikmodus. Oh, ich habe eine Idee bekommen. Es gibt ja diese Microgun, ne? Ja. Die Musik, ey. Ich würde die ausrüsten. Du hast ja diese Ammo-Taschen noch, oder? Ich zwei. Ja. Dann würde ich da nämlich einmal nehmen und nur noch draufhalten. Mehr mache ich dann nicht. Ich bin bereit, so langsam. XS auf Stabilität. Oh, wir haben Level 36 bei uns. Nice. Ah, stimmt, Turrets muss ich noch ausrüsten. So. Ich verstehe den Part beim Bild nicht. Okay, bist du soweit? Oder sind alle soweit? Ah, ja. Nevermind, warte. Ah, okay. Krass, da baut auch noch Krit dazu, ey. Wie viel haben wir? Ja, ein Witch geht noch. Können wir? Moment gleich, ich will mal kurz finishen. Der Typ hat Sandwich dabei bei uns, ne? Ja, nice. Sehr schön. Der ist auch ein bisschen Level
Level 36. Los, los geht's. Ich hab ja auch nochmal Sentry Spy für Dings, damit Hysterie immer auf Maximum ist. Finde ich gut. Ich mag Hysterie. Ich hab mal noch nicht komplett der Build, aber ungefähr. Ist halt Blood Machine Gun mit Grenade Launcher. Und so Minimats. Und dann Tankiness durchgewartet. And we'll be coming after us in droves. So keep your eyes peeled and take them down fast. The longer you can keep them at bay, the more desperate they'll get. And give us a bigger load of cash, yeah? Drop zone ist auch geil. You're almost there. Everyone. Kicking ass and taking names is ein Favorit. Let's keep our hostage out of trouble and safe, yeah? Ach, Big Bang diesmal. Natürlich ist der Verteidigungsspot genau in der Mitte von Nix. Ajo. Ah, ich brauch meinen Helm. Sako, follow me now! Dozer. Okay, alles am Tod spaziert, was geht. Ah, kannst du mir ein Ammo Bag platzieren? Ja. Dann stelle ich mich gleich vorne an den Eingang und halt drauf. Na? So, jetzt hat das. Das waren aber keine 10 Sekunden. Ich glaube, du hast das Upgrade da noch nicht, oder? Nee, hab ich nicht. Was genau dann? Dass nachdem man vom Ammo... Oder, vielleicht brauch ich das selbst. Nachdem man vom Ammo-Berg Munition genommen hat, kann man für 10 Sekunden lang schießen, ohne Munition zu verbrauchen. Also, Sado, Sansa. Aber ich glaube, ich brauch das selbst tatsächlich. Oder ich muss mir die Beschreibung da nochmal durchschauen. Mal gucken. Ach, hier sollte man nicht mehr. Durch Hysterie und Strike hast du halt auch richtig krass Schadensreduktion, ne? Du bist bei 91% Schadensreduktion, glaube ich. Schilder kann ich nichts machen, ne? Da bin ich ja vor euch angewiesen.
Kopf, Johnny. Ich kann doch gar nicht rein. Scharfschützen oben. Ich wusste, es passiert irgendwann. Ah ja, stimmt, ich hab ja den Granatenwerfer auch nicht mehr dran gedacht. Ich platziere die Schütze mal ein bisschen anders. Ah, ich hab nicht genug Mini, um noch eins zu platzieren. Sind jetzt alle Turrets platziert. Wir haben im Prinzip zwei Leute mit upgraded Turrets, ne? Ja. Das ist sowas von broken. Da kommt ein Dozer. Er hat sich überhaupt nicht für meine Cyber interessiert gerade. Watch out, Prince. LMG Dozers are coming. Stoik oder was? Stoik mit Converted Zeit. Ist noch nicht mal voll komplett. Ich werde noch mehr HP haben, weil ich dann maximal haben, obwohl was zu HP converted wird. Kaum, ich glaube 350 HP oder 360. Ja, ne? Ja. Mit vier Gegnern haben wir. Können wir mal schauen, ob wir mit
weiß ich jetzt. Auf hier kommt der Sprung. Das einzige Problem mit den Turrets, ich fresse so viel Munition, wenn ich nicht konstant über Boxen lauf, war's das. Ja, ist aber auch gut gerechtfertigt in dem Falle. Scharfschützen. Drei, vier Türen sind fast leer. Also bis jetzt noch drei Skulls am Laden. Also ich finde, die Map ist irgendwie noch einfacher. Ich sehe. Diamond ist zwar schon, Wave 3 war schon die Hölle. Ich glaube, da hat Turrets auch nichts drin, immer. Das ist der momentan. Kann auch sein, dass er ein bisschen broke ist für dieses Level. Halt unser rechts. Ach ja, stimmt, wir haben ja auch Main Gear, glaubt, ne? Ja. Manchmal sind Schilds nervig, die drehen sich dann komplett mit dir. Ja. Wir können ja Limit das machen, wie weit das gut geht. Wenn ich jetzt komme, dann... problematisch. So ruhig, wenn die Turrets nichts machen, ey.
Scharfschützen. Das waren ja keine Cloaker in dieser Welt. Jetzt nicht! Ich hab keinen gesehen! Vielleicht werden die vorher einfach alle gesniped von den Turrets. Ich hab so gesehen. Gar keinen gesehen! Ich hab schon jedes Special außer uns gesehen. Und schon die Range von den Turrets bastelt vor. Achso, das dann. Das könnte der One-Shot. Okay, der hat nur. Ich hab einen Granatenwerfer überlebt. Medic. Scharfschützen oben. Skulldozer. Ich hab ein bisschen geschossen. Ich hab wohl nächsten. Ja.
weiß nicht, ob cool die richtige Reaktion ist. Was hast du? Mal los. Oh je. Hier steht die Frage, wer von den zwei Leuten mit Turrets hat die meisten Kills? Warte. Sniper. Und meine Güte geht der Sniper ab. WTF. Kann es sein, dass die Maps auch so ein bisschen Difficulty haben? Sich? Vielleicht, aber wenn, dann wird das nicht angezeigt. Weil wenn du die später unlockst, kann es sein, dass sie auch extra dann schwieriger sind als ich. Weil ich bin, also ich weiß nicht, ob es ein App-Design gibt, aber den Diamond heißt war jetzt viel brutaler als das. Und ja, wir hatten da nicht fucking 12 Turrets, ich weiß nicht, ob es das ist. Ich wollte die Gegner ist doch von Portalen, oder? Medic-Dosas? Was? Medic-Dosas are coming. Hat er gerade gesagt. Mama, hol mich ab, ich hab Angst. Wirklich gesagt, Medic-Dosas are coming. Schwachsinn. Dosa Mitte ist geil. Oh Gott, Scharfschützen auch. Vorsicht. Schaut euch nicht an, wenn die Wände zu nutzen. Also, ich glaube, die waren jetzt mit der Schuss, sollten auf jeden Fall ein Cover spielen. Ja, ja. Ein bisschen vorsichtiger. Können die ganz schön durchspielen. Scharfschützen. Ich glaube, wir müssen gleich abhauen. Ah, du hast den schon, okay. Da kommt noch ein Skaldoser um die Ecke. Lauft. Okay, raus. Aber zack, zack, ey. Ja, es wird jetzt langsam immer ein bisschen härter. Boah, ey. Could have went nine. Wahrscheinlich. Zwei Koops, Alter. Ja, jetzt. Boah. Das gab gut XP. Warum schreibt er so komisch, Mann? Ich weiß gar nicht, was er damit meint, wenn ich ehrlich bin. Aus Fool, oh aber Gott. Der schreibt es in so einem Anime-Stil, alles mit diesem W. What the fuck, Alter? Waffenfarbe, Taubenlila, why?
Muster Gott ist mein Richter. Okay. Ich hab Krusty Red bekommen. Krustiges Rot. Direkt mal angucken. Ich guck jetzt mal wegen dem Ammo-Ding. Ah, ich muss die Munitionstasche selber hinlegen, damit ich spammen kann, okay. Mhm. Ja, weißt du was? Den einen Tree kann ich komplett wegmachen. Ich hab ja gemerkt, es bringt nichts. Dann mache ich das mit den Ammo-Bags hier noch. Okay, ich habe jetzt weniger Sentry Guns, aber dafür mehr Munition. Das Ding ja schon mal wählen. Okay, also was wir noch nicht hatten, war Golden Grin Casino, heißes Pflaster und Weltzentralbank. Nice. Welches? Welches wollt ihr? Du musst schon entscheiden, ich bin nicht dran. Ja, nee, Schwierigkeitsgrad kann man selber nicht einstellen.
Marco? Wärst du soweit oder musst du was ändern? Ich bin soweit. Geiselmodell, was wir noch nicht hatten. Sieht gut aus. Kill every fucking one of them. Ja. Diesmal sind Cloak dabei. Richtig hingeguckt und dachte, wir haben Dozer im Team, ey. Leider nicht. Stell mal vor, Medic Dozer im Team, Alter. Das wäre GG. Zeit für Party, ey. Dozer. Schade, hat nicht ganz gereicht. Vermutlich hätte ich voll sein müssen. Naja, gleich.
go, go. So, jetzt aber. So. Ich kann's nicht fassen. Es muss irgendwie anders gehen. Das war alles und ich habe das Achievement immer noch nicht bekommen, RIP. Ja, super. Tja, dann weiß ich echt nicht, wie man das machen soll. Vielleicht muss ich zwischendurch immer Headshots landen, um wieder Kugeln zurück ins Magazin zu bekommen mit dem anderen Skill. Eine gute Frage. Bulldozer!
wieder Cloaker. Ja. Come on. Kannst du dir Cloaker-Bulldozer vorstellen? Ob ich mir was vorstellen kann? Ein Cloaker-Bulldozer. Wie soll denn das aussehen? Jemand, der dich one-shotet mit dem Kick, aber tanky ist. Also Buff Cloaker praktisch oder Cloaker auf Steroiden. Ich weiß nicht, bekommt Payday an sich noch Updates? Ja. Vielleicht kommt das irgendwann. Oder ein Medic Cloaker oder ein Cloaker Team, ey. Stell dir vor, Captain Winter ist in diesem Modus. Wenn du den nicht killst, dann hören die Shots gar nicht auf. Oder Captain Winters als Cloaker. Aber statt diesem Anzug hat er überall so Schildplatten, dass du den mit Fernkampfwaffen gar nicht down kriegst, sondern Nahkampf verwenden musst. Ja, Hilfe! Warte 4 Sekunden. Ja, mach. Ich stelle mich hier vor. Ach, ich dachte, Robert. Hast du jemanden eingeschüchtert? Leider nur Mist. Ich auch gerade. Ich brauche ein paar Minuten Pause. Vielleicht. Mich kurz erholen. Für mich reicht's, glaube ich, mit Payday heute an sich erst mal. Ne? Ja, ist auch kräftezehrend. Oh, ich kann, glaube ich, Infamy gehen tatsächlich. Fehlen 7000. Ja, Quatsch, 7 Millionen. Das hast du ja. Das hast du ja sofort. Ja, ja. Ich mach schon mal bei mir hier. Ah, na, bevor ich das mache, stimmt. Waffen kaufen ganz viel. Ich erinnere mich, da war ja was. Mhm. Ganz recht. Ich suche immer erst bei den Sturmgewehren, ich weiß nicht wieso. Aber bei der Microgun, da ist irgendein Trick hinter noch, den ich noch nicht begriffen habe, fürchte ich. Okay.
Jetzt kaufe ich mal Wache. Waffenslots. Okay. Cause why not? So, dann wollen wir mal. Die gewonnene Erfahrung erhöht sich um 10%. Ja, nice. Cool. Was nur traurig ist, ich habe die Belohnung für Stufe 5 schon freigeschaltet irgendwann. Da kriege ich dann nur den XP-Boost auch. RIP. Okay. Naja. Gibt's ansonsten noch was? Nee. Ansonsten sind, glaube ich, alle Belohnungen verdeckt noch für mich. Ja. Oh wow, ich habe gut Punkte hier bekommen. Ohne. Ach so, stimmt, das war von der Mission vorhin noch. Stimmt. Biker ist jetzt auch bald komplett. Mhm. An sich wird dann mit Soziopath weitergemacht. Ja, jetzt erstmal das Verkaufen. KSP behalte ich, aber das Bootleg, den kann weg. Das kann weg. Jackets Teile behalte ich. Die mag ich. Schicken dann auch weg. Na, scheiß drauf, an sich kann. Oder. Ja, komm, da kann alles weg. Sangris will ich mal ausprobieren. Mhm. Das ist cool. Eine stolze Pilotka. Goldener Wolf. Goldener Hubsten. Planetengrabwächter, was? Die verlegene Robbe, ey, was ne Maske. Hm? Oh je. Masken.
Was? Ich brauche 250 Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr, um die Maske freizuschalten. Verdammt. Aber ich habe 1437. In einer Mission vielleicht? Nee, du verstehst nicht. Ich habe 1437 von 250 Kopfschüssen. Das verstehe ich nicht. Ja, 250 ist das Ziel, aber ich bin bei 1437 und hab sie trotzdem nicht. Es wird, dein Fehler. Es wird mir 1437 von 250 gezeigt. Okay. Das verstehe ich nicht. Wieso habe ich einen Gegenstand für ein Spiel, wo ich das Spiel an sich eigentlich nicht habe? Weiß ich nicht. Boah, ich hätte auch schon wieder Bock auf Shadow Warrior 2, aber ich habe den Speicherplatz dafür leider nicht. Das Spiel habe ich auch mal gespielt, das war ziemlich cool. Vor allem jetzt, wo die Grafikkarte auch vernünftig ist. Aber da gab's ja auch Multiplayer-Modus, ne? Ja, da gab's Koop. Können wir auch mal machen, eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob's die Frisur ist, aber es sieht einfach komisch aus bei ihr. Meinetwegen. Welche Stufe war Bayo nochmal? 5, 6? Infamie? Ja. 5. 5. Dann hole ich langsam auf. Ja, ich könnte auch irgendwie machen, wahrscheinlich morgen. Dann spielen wir einmal Ratten. Oder? Oh ja. Und wir sind instant Level 50 locker. Ich würde gerne machen, ja. So, Stream mache ich, denke ich, aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und man sieht sich. Bis dann.